Ich will klarstellen, dass mein Vortrag heute nicht darum geht, Puma speziell als megatollen Arbeitgeber darzustellen, sondern ich will meine Erfahrungen, die ich als Trainerin im Bereich Corporate Influencing und Personal Branding gemacht habe, mit euch teilen. Denn ich hatte das große Privileg, unterschiedlichste Unternehmen darin zu begleiten, Markenbotschafter auszubilden. Und deshalb bin ich jetzt auch sehr, sehr neugierig, wer von euch denn auch schon das Potenzial erkannt hat, dass Corporate Influencing wirklich hilfreich ist. Wer von euch hier im Publikum hat denn schon Corporate Influencer im Unternehmen? Ihr könnt gerne einmal die Hand heben. Ich gucke gerade. Okay, okay. Wow, okay. Also entweder ist es bei euch ähnlich, wie es bei Nico war, dass ihr ein bisschen Angst davor habt, wie es ist, wenn eigene Markenbotschafter rausgehen und über das Unternehmen sprechen. Oder ihr habt das riesige Glück, dass Bewerbende euch die Türen einrennen. Ähnlich wie bei einem Apple Product Lounge. Wir kennen alle die Bilder, wie hier oben. Wir sehen Menschen, die vor den Stores kampieren, nur um das eine Produkt zu bekommen. Und ehrlich gesagt, wenn ihr es wirklich auch so habt, wie hier mit Bewerbenden, dann sagt mir Bescheid, denn ich suche auch ganz viele qualifizierte Bewerber für Puma. Und ihr habt das Glück, in einem Arbeitgebermarkt zu sein. Ihr habt das Glück, dass ihr vielleicht auswählen dürft, wer bei euch arbeitet und alle, die bei euch anstehen, genau die Qualifikationen haben, die ihr sucht. Doch ehrlich gesagt sehe ich diese Realität. Ich sehe eine Realität, in der wir unglaublich viele Stellenbeschreibungen haben, plus diese Plakate vor Läden, weil wir einfach die Verschiebung von Angebot und Nachfrage von qualifizierten Fachkräften sich verändert hat. Es ist drastisch. Es ist so drastisch, dass ich sehe, dass nicht nur unsere, sondern alle anderen Recruiting-Abteilungen auf Hochtouren laufen. Denn jede Fachabteilung macht Druck, um zu sagen, wir müssen unbedingt diese eine Stelle besetzen. Wir befinden uns wortwörtlich in einem War of Talents. Denn wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich entwickelt und der Arbeitnehmer immer mehr an der Macht ist. Augenscheinlich wirkt es letztendlich so, als könnte er sich auswählen, wo er arbeiten möchte. Da besteht natürlich die Frage, was bedeutet das für Employer Branding? Was bedeutet das für mich und für alle anderen, die im Employer Branding tätig sind? Ich habe hier ein Beispiel. Schaut euch diese drei Bilder an. Was ist der Unterschied von diesen drei Bildern? Genau. Auf den ersten Blick erkennen wir gar keinen so großen Unterschied. Es sieht ziemlich gleich aus. Doch wenn wir auf den zweiten Blick hinschauen, erkennen wir drei verschiedene Markenlogos auf den Produkten. Und es handelt sich ganz spezifisch um Puma, Adidas und Nike, die drei großen Sportgiganten in der Industrie. All diese drei Unternehmen haben augenscheinlich auch die gleichen Produkte, die gleiche Zielgruppe. Und ganz logischerweise, was wir daraus ableiten können, ist, dass wir auch die gleichen Talente suchen. Da stellt sich also die Frage, wie schaffe ich es als Puma, uns hervorzuheben, dass wir besser sind als die anderen, dass wir der Arbeitgeber sind, wo alle hinwollen. Und ich bin mir sicher, für euch alle ist das keine Rocket Science. Aber die Antwort ist ganz klar, wir brauchen eine Arbeitgeberpositionierung, die überzeugt, dass wenn man sich Puma, Adidas und Nike anschaut, sich jeder denkt, lass uns doch zu Puma gehen, weil hier ist es bestimmt besser zu arbeiten. Doch wie kriegen wir das hin? Jeder, der im Employer Branding arbeitet oder auch im Recruiting, der weiß, dass man sich meistens, um das Ganze zu starten, hinsetzt, vielleicht Umfragen im Unternehmen macht und am Ende mit dem Management sich die Köpfe zusammenhängt, um zu überlegen, was ist denn unsere Employer Value Proposition? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Kultur? Was macht uns aus? Dann kommen wir ganz klassisch in die Situation, in der wir dann Werte auch definieren. Wir setzen es in Worte um. Und dann erkennen wir auch, dass diese drei Marken sich unterscheiden, aufgrund dessen, wie wir das Ganze definiert haben. Aber ihr wisst es alle, es ist nicht genug, denn wir befinden uns im Wandel. Wir sind in dem Arbeitnehmermarkt. Wir können es uns nicht leisten, dass wir einfach so tun, als wären wir toll, obwohl es so viele da draußen gibt, die auch richtig gut sind. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass Employer Branding nicht einfach ein Buzzword ist, sondern es ist so viel mehr. Da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Und wenn ich mir das genauer anschaue, dann betrachte ich ganz viele Themen, die mich hier beschäftigen. Und zwar, das Ganze startet schon mit den Basics.
Vergütung und Benefits. Wie kommunizieren wir die? Welche Benefits haben wir überhaupt? Wie heben wir uns ab von den anderen? Gehen wir noch weiter, dann erkennen wir, okay, die Karriere-Webseite, die ist immer Mittelpunkt von allem, was wir machen. Und dann zu den Königsdisziplinen, sich als Arbeitgeber auszeichnen zu können. Ein sogenanntes Gütesiegel zu erhalten, das man doch ach so toll ist. Wenn mir jetzt immer noch nicht glaubt, dass Employer Branding wichtig ist, dann habe ich hier ein klassisches Modell mitgebracht. Und ich glaube, jeder, der im Recruiting arbeitet, der kennt diese Journey. Das ist die Candidate Journey, die ein Bewerbender durchläuft, bevor er sich wirklich dazu entscheidet, bei dem Unternehmen zu bewerben und am Ende auch dort zu arbeiten. Und gehen wir jetzt jeden Schritt dieser Journey einmal durch, erkennen wir, Employer Branding setzt zu jedem Zeitpunkt dort an. Egal, wo der Kandidat sich befindet, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, herauszustellen, was macht uns eigentlich so besonders? Warum hier? Und selbst wenn der Bewerber erst sich so entschieden hat, auf die Webseite zu gehen, müssen wir es trotzdem immer wieder schaffen, davon zu überzeugen, komm zurück, du sollst wieder an uns denken. Und da ganz konkret in meiner täglichen Arbeit beschäftigen mich 4 Themenfelder. Und ich glaube, die kommen auch allen bekannt vor, denn das sind 4 Bereiche, die man als Bewerbender auch tagtäglich, wenn man sich irgendwo bewerben möchte, letztendlich sieht. Das erste ist, wie ich schon gesagt habe, Awards. Man fühlt sich doch richtig gut als HR, wenn man angeschrieben wird und gesagt wird, hey, Sie sind ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber. Und es fühlt sich auch gut an. Man kann super viel Zeit darin investieren, auch wirklich positiv wahrgenommen zu werden. Dann bieten wir natürlich Plattformen an, auf denen wir Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden und auch Bewerbenden die Möglichkeit geben, uns ein ehrliches Feedback zu geben. Dann Social Media dürfen wir nicht außer Acht lassen, denn hier sollten wir natürlich auch am besten jeden Trend mitverfolgen, immer mit an der Spitze sein. Und am Ende, wir haben es heute und gestern schon gehört, spielt Diversity eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt sind alle 4 Bereiche sehr, sehr wichtig und ich weiß auch, wie viel Zeit man darin investieren kann. Aber all das bringt euch am Ende nichts. Ihr könnt super viel Zeit darin verbringen, Awards einzukaufen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrung, die ich gemacht hatte, ist, ich habe mich bei einem Unternehmen beworben, hatte eine super Arbeitgebermarke nach außen und ich war enttäuscht, weil die Awards, die an der Wand hingen, überhaupt nichts bedeutet hatten. Sie wurden einfach nur eingekauft. Das Gleiche mit Ratings. Ich sehe es ja jetzt als Employer Branding Managerin, dass häufig die Meinungen, die auf diesen Plattformen stehen, total überzogen sind. Mitarbeitende, die lassen ihren Frust darauf aus, um am Ende sich besser zu fühlen, aber es spiegelt nicht immer wieder, was wirklich im Unternehmen passiert. Das Gleiche auch für Social Media. Ich meine, wir können alle einen Social Media Account hosten und alle möglichen Trends mitverfolgen, aber ob wir ein guter Arbeitgeber sind, bisschen schwierig. Und das Gleiche mit Diversity. Ich habe selbst erlebt, dass man Personen nutzt, die augenscheinlich divers aussehen, um auf der eigenen Webseite abzubilden, um irgendwie coole Postings zu machen. Aber am Ende ist es manchmal in Unternehmen doch gar nicht so wichtig. Und ich will sicherstellen, dass all die Bereiche notwendig sind im Unternehmen, vor allem aus Employer Branding Sicht. Doch die Zeit, die ihr dort investiert, bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr eine ganz wichtige Sache außer Acht lasst. Authentizität kann der Schlüssel zu eurem Erfolg sein. Egal, ob ihr Awards einkauft oder es gibt auch Awards, die man wirklich durch ehrliche Arbeit erreichen kann, dann nutzt doch die Möglichkeit, das authentisch zu teilen. Dasselbe ist mit Feedback. Holt nicht nur Feedback ein, sondern geht ins Gespräch. Authentizität bedeutet am Ende letztendlich, dass das, was wir versprechen, was wir kommunizieren, auch wirklich eingehalten wird. Und das ist, was ich in meiner Arbeit bei Employer Branding auch so wichtig finde. Es ist zwar gut und wichtig, alles, was wir machen, nach außen zu kommunizieren, aber es muss authentisch sein, es muss irgendwo echt sein. Jetzt überlegt euch doch mal eine ganz Alltagssituation, die ihr jeden Tag vielleicht auch erlebt. Geht es darum, zum Beispiel ein Restaurant auszuwählen, dann geht ihr auf Google und schaut euch Rezensionen an, die andere Menschen abgegeben haben. Ihr fahrt in Urlaub, dann geht ihr auf Booking und schaut auch wieder drauf, was für Bewertungen zu bestimmten Hotels gegeben wurden, aus menschlicher Sicht. Und wenn ihr einen Tipp fürs Leben braucht, dann geht ihr zu Freunden, Familie und fragt, hey, was meinst du denn dazu? Egal bei was ihr eine Entscheidung trefft, der Mensch spielt immer eine ganz, ganz große Rolle. Denn wenn der Mensch authentisch ist, wenn wir sagen, hey, die Person da drüben,
die fand ich unglaublich authentisch, dann meint ihr eigentlich, dass die Person so auftritt, wie sie selbst auch an gewisse Dinge glaubt, welche Emotionen sie fühlt, ohne sich dabei beeinflussen zu lassen. Deshalb ist am Ende auch das Sprichwort Menschen folgen Menschen und keinen Brands auch nicht einfach nur dahergesagt, sondern wir kennen es alle aus dem Alltag, dass wir einfach viel mehr Trust in solche Menschen geben. Und wir kennen es aus der Werbeindustrie auch schon, und zwar im klassischen Influencer-Marketing. Puma und ganz viele andere Brands nutzen das auch schon für sich. Und wenn wir uns hier die Personen einmal anschauen, dann erkennen wir auch einige bekannte Gesichter. Denn der Zweck vom Influencer-Marketing ist ja ganz klassisch, Personen mit einer hohen Reichweite letztendlich zu nutzen, um seine eigene Brand auch dadurch mehr und mehr zu pushen. Und das Gute ist, dass diese Menschen hier über Jahre hinweg sich eine Community aufgebaut haben und das Vertrauen dementsprechend auch mit aufgebaut haben. Es kommt nicht von heute auf morgen und es hat nicht nur was zu heißen, dass sie Rihanna heißt oder Pamela Reif, sondern wir glauben, dass eine Pamela Reif auch wirklich gerne Sport macht und wenn sie die Produkte trägt, auch wirklich Spaß darin hat. Es gibt wirklich nichts Besseres, als Menschen zu nutzen. Deshalb appelliere ich an euch, dass ihr bitte, bitte auch darüber nachdenkt, das Ganze für eure Arbeitgebermarke zu nutzen. Und jetzt stehe ich nicht auf der Bühne und rede über ein komplett neues Konzept, denn ich weiß, letztes Jahr wurde schon über Corporate Influencing gesprochen und es gibt es auch schon seit mehreren Jahren. Doch trotzdem erkenne ich, dass das Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Um euch Inspiration zu liefern, dass ihr die Hände vielleicht nächstes Jahr noch mehr in die Höhe schrecken, werde ich euch drei konkrete Corporate Influencer vorstellen, die ich persönlich sehr gut finde und wo ihr dann im Endeffekt im Nachgang auch gerne schauen könnt, ob ihr diesen folgen wollt. Die erste Person ist Lara Sophie Botur. Sie ist Vollzeit Corporate Influencerin. Ja, ihr habt richtig verstanden, sie macht das Vollzeit. Sie macht nichts anderes bei Deloitte, als sich damit zu beschäftigen, wie sie die Marke nach außen greifbarer gestalten kann. Wenn man auf ihren Kanal schaut, dann erkennen wir, sie hat über 95.000 Follower und das ist extrem hoch für LinkedIn. Sie hat es sogar geschafft, als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet zu werden, was das höchste Gütesiegel auf LinkedIn ist. Und um das zu schaffen, muss man auch irgendwo eine Expertise letztendlich darstellen. Und deshalb ist Lara nicht nur Corporate Influencer, sondern die schafft es auch, als Expertin wahrgenommen zu werden. Und es hat automatisch auch einen unglaublich guten Ruf und Effekt für die Leute selbst. Schauen wir uns nämlich ihre Inhalte an, teilt sie persönliche Geschichten. Und das ist, was wir natürlich klassischerweise als authentisch bezeichnen. Denn sie teilt regelmäßig Einblicke, was sie emotional mit Deloitte verbindet und warum sie dort gerne arbeitet. Das heißt, wenn ich ihr folge, denke ich mir, okay, sie macht es wirklich, weil sie Spaß hat. Dann teilt sie aber auch Einblicke darin, wo Deloitte alles vertreten ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich ihr nicht folgen würde, hätte ich gar keine Ahnung, dass Deloitte so sichtbar ist in bestimmten Medienkanälen. Und selbstverständlich, um als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet zu werden, teilt sie regelmäßige Brancheninsights. Jetzt ist mir aber bewusst, dass Vollzeit-Corporate-Influencer schon was sehr Gewagtes ist und vielleicht für den anderen, ein oder anderen hier ein bisschen zu innovativ. Es geht auch ein bisschen einfacher und trotzdem in einer sehr, sehr hohen Reichweite. Schauen wir uns Kawa Yunosi an. Er ist Global Head of People Experience bei SAP. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ihn alle kennt. Wir sind ja alles HR-Experten. Er schafft es mit einer unglaublichen Authentizität, wo er sich selbst auch treu bleibt, auf LinkedIn Updates zu geben, wie es ist, bei SAP zu arbeiten, aber auch sich selbst als HR-Experte zu positionieren. Und man sieht, dass seine eigene Reichweite und seine Expertise überhaupt gar keinen Angriff für SAP bedeutet, sondern im Gegenteil. Er hilft dem Unternehmen, als attraktiv wahrgenommen zu werden. Auch er hat es geschafft, als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet zu werden. Denn wie schon erwähnt, er ist ein HR-Experte und er scheut nicht davor, seine Meinung zu teilen. Sein Content bezieht sich vor allem darüber, über Arbeitgeberauszeichnungen zu sprechen. Was mir hier besonders gefällt, ist, dass er nicht nur sagt, yay, wir sind ausgezeichnet, sondern er erklärt seiner Community, was dahinter steckt und wie wichtig es doch für ihn ist. Dann bietet er seine Reichweite und seine Plattform auch anderen Menschen bei SAP an, um sichtbar zu werden. Wie cool ist das denn? Er macht es nicht nur für sich, sondern er teilt
sozusagen den Spotlight hier auf der Bühne mit allen anderen. Und natürlich zeigt er Meinung, er bekennt Farbe. Er sagt auch, was ihm vielleicht mal nicht so passt. Jetzt gucken wir in die klassische PR-Kommunikation. Und da fällt uns auf, dass das Thema Personal Branding eigentlich gar nicht so was Neues ist, sondern es hat schon immer existiert und war ein Teil davon, wie man seine eigenen C-Levels auch positioniert. Es geht darum, dass man eine gewisse Image kreiert in den Medien, um sich zu denken, naja, wir wollen jetzt unseren CEO als super sportlich wahrnehmen, als vielleicht eher aggressiv oder als super innovativ. Und deshalb, weil es das schon immer gibt, ist es wichtig zu verstehen, dass Authentizität für ein Unternehmen auch bedeutet, dass der CEO Einblicke teilt. Unser CEO, Arne Freund, macht das auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr, sehr busy ist und viel zu tun hat und trotzdem schafft er es, 3 bis 4 Mal die Woche Inhalte zu teilen. Und das soll euch vielleicht auch ein bisschen dazu anregen, dass es gar nicht bedeutet, ihr müsst jeden Tag etwas posten, aber einmal die Woche macht schon einen großen Unterschied. Denn gucken wir uns seinen Kanal mal genauer an, genießt er unglaublich viel Zuspruch. Er hat super viele Likes, total viele Kommentare und auch Shares. Und neben der externen Wirkung, die unglaublich positiv ist, hat es auch auf mich als Puma-Mitarbeiterin einen unglaublich tollen Eindruck. Denn ich kann ihm folgen. Ich kann ihm folgen, was er tagtäglich macht, wo er unterwegs ist, wo er hinreist, was ich innerhalb des Unternehmens manchmal gar nicht mitbekommen würde. Welche Plattform bieten wir denn da? Deshalb seht Corporate Influencing nicht nur dafür, um nach außen super toll dazustehen und über heiße Luft zu sprechen, sondern es geht wirklich darum, euch greifbar und nahbar zu gestalten. Und das schafft er. Jetzt weiß ich, dass diese ganzen Musterbeispiele toll und schön klingen, aber man sich natürlich fragt, wie komme ich da hin? Und ich weiß, dass da auch echt viel Arbeit teilweise dahinter steckt und ich gebe euch einen kurzen Einblick darin, was ihr machen könnt. Was ich in meiner Zeit als Trainerin im Bereich Corporate Influencing gelernt habe, ist, wenn man sich vorher schon bewusst ist, wie ich den Prozess gestalten möchte, meine Corporate Influencer aufzubauen, dass es mir viel, viel leichter fällt, währenddessen agil zu agieren. Als erstes, was ihr macht, ist, eine Community zu gründen. Und wenn ihr diese Community gründet, dann greife ich hier einmal ein wichtiges Thema auf, und zwar Ziele. Wenn ihr euch selbst bewusst seid, was ihr damit erreichen möchtet, sei es mehr Bewerbende anzuziehen, vielleicht bestimmte Expertisen auszubilden, etc. pp., dann könnt ihr das auch alles tracken und am Ende dem Management auch vor die Augen halten und sagen, hey, wir haben einen Impact auf das Unternehmen. Wir können unsere Reichweite wirklich durch unsere Community erhöhen. Dann wisst ihr alle, wenn etwas einen Namen hat, ist es viel einfacher, darüber zu sprechen. Deswegen sagt nicht einfach nur unsere Corporate Influencer, sondern gebt eurer Community einen Namen. Und LinkedIn ist zwar eine Business-Plattform, wo man ganz viele Corporate Influencer sieht, doch wir wissen alle, dass andere Plattformen viel wichtiger wären für die jüngere Generation. Deshalb solltet ihr auch wirklich überlegen, ist LinkedIn das Einzige, wo wir aktiv sind mit Corporate Influencer? Oder wollen wir auch TikTok und Instagram dazu nehmen? Danach solltet ihr es auf jeden Fall intern sichtbar gestalten. Denn je mehr Menschen an Bord sind und wissen, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt, desto mehr werden auch am Ende mit dabei sein. Auch wenn wir vorhin gehört haben, dass so diese Hierarchieebene und wie man Management und Organisation versteht, was anderes sagt, als was ich vielleicht jetzt sage, aber es ist dennoch wichtig, dass ihr das Management von Anfang an involviert. Es geht gar nicht darum, dass ihr irgendwie das Buy-in im Sinne von die Erlaubnis zu bekommen, aber vielmehr zu sagen, wir wollen euch alle an Bord haben und wir übergehen euch gar nicht. Und danach, wenn ihr eh schon bestimmte Corporate Influencer habt, die unabhängig von euch aktiv sind auf der Plattform, dann sprecht sie an, holt sie mit dazu. Jetzt ist es bei Puma so, dass wir ein Sprichwort haben, das nennt sich Whoever wants to play, can play. Deshalb ist unsere Community nicht geschlossen, sondern es kann jeder mitmachen, auf der Plattform LinkedIn aktiv zu sein. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen sich manchmal ein bisschen wohler fühlen, wenn sie einen Bewerbungsprozess einführen, im Sinne von, hey, ihr habt bestimmte Kriterien, anhand dessen ihr bewertet, ob die Person in eure Community kommt oder nicht. Was auch hilft, ist, wenn ihr einfach nur in einem Fachbereich startet, beispielsweise IT. Da wisst ihr, da ist manchmal ganz oft der größte Fachkräftemangel. Und wenn ihr erstmal sagt, mit der kleinen Gruppe von 15 Menschen starten wir schon mal durch und machen das ganz spezifisch, dann habt ihr schon mal ein Best-Practice-Example.
um Wertschätzung und auch eine gewisse Sicherheit zu geben, ist es wichtig, dass ihr auch eure Community ausbildet, dass ihr ihnen Tipps und Tricks mit an die Hand gibt, wie LinkedIn eigentlich funktioniert. Das heißt, gibt Trainings und regelmäßige Insights, wie sie Posting-Beiträge schreiben, wie der Algorithmus funktioniert, einfach damit die Hemmschwelle etwas niedriger ist. Und dann kommt der große Dealbreaker bei sogenannten Corporate-Influencer-Programmen. Ich habe sie selbst 12 Wochen lang immer betreut und danach sind die manchmal eingeschlafen. Und es lag einfach daran, dass keiner die Community nachhaltig gepflegt hat. Deshalb, bitte, bitte, habt im Blick, wenn ihr die habt, dass ihr auch regelmäßig Input geben solltet darüber, wie zum Beispiel der LinkedIn-Algorithmus sich entwickelt. Vielleicht auch Anreize zu schaffen, was gerade im Unternehmen passiert und worüber man vielleicht auch aus Unternehmenssicht berichten kann. Dann weiß ich, dass DATEV und Nestle sogenannte Corporate Influencer Events regelmäßig haben. Hier laden sie externe Speaker ein und ihre Community, die sie intern haben, um einfach nur über dieses Thema LinkedIn und Corporate Influencing zu sprechen. Und es hilft, zu motivieren und immer wieder neue Anreize zu schaffen. Dann ganz kurz zu dem Thema Tools, weil man fragt sich immer, wo mache ich das Ganze? Wie mache ich das Ganze? Und da muss ich nicht zu viel ins Detail gehen, denn ich würde immer abhängig davon machen, wie ihr mit eurer Community kommuniziert, was für eine Infrastruktur ihr sowieso schon im Unternehmen habt. Bei uns ist es Microsoft, deswegen seht ihr auch alle möglichen Microsoft-Programme. Aber bei euch kann es zum Beispiel auch was anderes sein. Falls ihr gar keine Plattform habt, wo ihr diese Community wirklich gründen und auch mit Informationen bespielen könnt, dann nutzt LinkedIn selbst. Denn auf LinkedIn kann man nicht nur persönliche Nachrichten schicken zu einer Person, sondern man kann Gruppen gründen. Und genau dort könnt ihr dann dementsprechend euer Community Management aktiv steuern. Jetzt sind es ganz schön viele Details zum Thema Prozess und Tools. Und dennoch will ich, dass jeder hier rausgehen kann und relativ schnelle Quick Wins für sich hat, die er sofort umsetzen kann. Der erste ist, startet bereits ab Tag 1 euer Corporate Branding einzuführen. Bei uns verteilen wir Goodie-Bags, in denen wir eine Puma-Beanie haben, einen Puma-Schlüsselanhänger und Puma-Armbänder plus einen Wertgutschein, um bei uns direkt im Store einkaufen zu gehen. Denn im Idealfall sieht es so aus wie hier bei mir auf der Bühne, dass ich komplett mit Puma gebrandet bin und sowieso schon als Corporate-Influencer auftrete. Das nächste ist dann, sobald ihr eure Community gegründet habt und einen Namen gegeben habt, implementiert einen Community-Hashtag. Bei uns ist es Puma-Fam. Alle, die über Puma sprechen, benutzen quasi diesen Hashtag. Und jede Person, die diesen Hashtag folgt oder auf den Hashtag draufklickt, sieht eine Menge an Beiträgen nur von Mitarbeitenden von Puma. Wie cool ist das denn? So einfach geht's. Und dann gebe ich euch auch schon mal eine kreative Idee für eure nächste Company-Feier. Vielleicht ist es die Weihnachtsfeier, die ansteht. Führt eine Posting-Challenge ein. Bei uns war das beispielsweise jetzt für unsere 75-Jahresfeier. Die war erst vor 2 Wochen. Wir haben an alle eine E-Mail verschickt, hey, geh zu dieser Fotobooth, mach ein Bild, nutze den Hashtag WeCelebratePuma75, poste es auf LinkedIn und du bist automatisch dabei, dass wir auszählen, wer von euch hat die meisten Likes und Kommentare, sodass diese Person, die ersten 3, einen Gutschein gewinnen können. Und es funktioniert sehr gut. Die niedrigste Hemmschwelle, um Corporate Influencer zu sein, im Endeffekt einfach Corporate Banner zur Verfügung stellen. Erstellt diese Banner, die man direkt im Profil oben ganz groß sieht. Das ist die größte Werbefläche, die man haben kann im Profil auf LinkedIn. Und jeder erkennt sofort, ah, die arbeitet bei Puma. Und dann schenkt euren Mitarbeitenden Vertrauen. Ich höre leider, dass teilweise Unternehmen untersagen, dass man den Corporate Account, egal auf welcher Social Media Plattform, nicht erwähnen darf. Warum? Lasst es zu. Es ist nämlich die beste Möglichkeit, Traffic zu generieren, um auf eure Corporate Seite zu gelangen. Und dann, zum Ende, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass alle von euch hier sitzen, selbst Corporate Influencer sind. Denn ihr seid auf einem Networking Event. Ihr seid hier, um was zu lernen, aber natürlich auch, um euer Unternehmen zu repräsentieren. Deshalb ist mein letzter Tipp für euch, egal wo ihr unterwegs seid, holt einen QR-Code von eurem eigenen Profil, macht es als Hintergrundbild von eurem Handy. Das heißt, sobald ihr ins Gespräch kommt mit einer anderen Person und sagt, hey, lass uns doch austauschen, dann können sie es automatisch scannen, landen auf eurem Profil und schon seid ihr vernetzt. Deshalb
wenn ihr euch gern mit mir vernetzen wollt, schießt los. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, hier zu sein.